Wahrheit bin ich nämlich gar nicht YouTuber. In Wahrheit bin ich ein Zauberer. Wie macht er das nur? Mein Therapeut hat gesagt, ich soll mehr dumme Späße in den Videos machen. Er hält das nämlich nicht mehr aus, wenn ich ihn nachts anrufe. Hallo? Glauben Sie, die Erde ist eine Scheibe? Nein. Wollen wir zusammen zum Rand fahren? Herzlich willkommen zurück bei eurem Tunefahr. Heute spielen wir das Game Security Booth im Director's Cut. Das ist ein Spiel, wo wir in einem Glaskasten sitzen und aufpassen, dass die richtigen Leute das Gebäude betreten. Wir sind also Sicherheitsmann. Und Leute, die nicht rein dürfen, dürfen nicht rein. Lol. Warum das der Director's Cut ist? Keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht. Wir schauen mal, was abgeht. Security Booth. Director's Cut. Wir haben den 9.7.1996. Und wir sind in unserem kleinen Glaskästchen. Können uns hier drin ein bisschen bewegen und müssen jetzt einfach nur aufpassen, glaube ich, dass wir nur die richtigen Leute ins Gebäude lassen. Hallo? Hallo? Das ist nicht richtig. Nicht? Okay, warte. Was haben wir denn hier? RE434B Blake Griffin. Oh, das hier ist ein Employee Register. Okay, da kann ich sehen, wer Mitarbeiter ist. Warte, aber wie finde ich raus, wer im Auto sitzt? Zeig mir mal dein Nummernschild. Mhm. ZP229S. Warte kurz, warte. Entschuldigen Sie bitte. Einen Moment. Ich wurde ausgesperrt. Darf ich bei Ihnen einsteigen? Ah ja, wir können hier auf jeden Fall die Nummernschilder abgleichen. So, was hatten wir hier? ZP229S. Sandra Absalom. Okay. Sie dürfen rein. Fahren Sie einfach durch das Gitter. Ich glaube, ich muss den Knopf drücken, oder? Ja, okay. Okay, kann ich die Nummernschilder auch von hier drinnen sehen? Oder haben wir hier irgendwie eine Kamera, von wo aus ich das sehen kann? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss auch Leute rauslassen, glaube ich. Aber meine Lampe hat geflackert. Okay, keine Ahnung. Gut, warte. Employee Register. Wir arbeiten für die Firma Nova Nexus Cerberus oder Kerberus. Wie auch immer man es aussprechen möchte. Und wahrscheinlich haben wir hier irgendwas Geheimes, was hier drin abgeht. Ansonsten wären die Sicherheitsbestimmungen ja nicht so... Oh, ich muss wieder zumachen. Ansonsten wären die sich... Oh, Gott sei Dank. Was ist das für ein Nummernschild? Können Sie... Entschuldigung, fürs nächste Mal. Hallo? Hallo? Bitte, bitte beim nächsten Mal langsamer fahren. Ich kann das Nummernschild nicht so schnell lesen. Was haben wir hier? TK398H. Okay. Wir checken das mal kurz. TK398H. Lucas? Lucas Pope? Fahren Sie rein? Fahren Sie rein. Sie sind 5 Minuten zu spät. Es gibt einen Tadel. Es gibt einen Tadel. Ich werde das melden. Bis zum nächsten Mal. So, dann machen wir das zu. Ich weiß nicht genau, wo der Horroraspekt bei diesem Game ist, Freunde. Es ist aber ein Horror-Game. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch was weiß ich was passiert. Oder irgendjemand hier den Komplex betreten möchte, der hier gar nicht rein darf. Aber das werden wir noch sehen. Wir machen erstmal weiter gnadenlos unseren Job. Wofür wir bezahlt werden. Ja, wir werden nicht bezahlt zum Fragen stellen. Wir werden bezahlt dafür, dass wir Zahlen und Buchstaben auf Nummernschilder kontrollieren, okay? Dafür war ich jahrelang in der Schule. So, was haben wir hier? ON345V. Okay. ON3, schauen wir mal. Haben wir das hier irgendwo? ON3. Bis jetzt nichts. ON345V. André Felipe, viel Spaß. Gehen Sie rein, können Sie rausschauen. Bis zum nächsten Mal. Ey, ich wäre der beste Security Booth Arbeiter aller Zeiten. Ja, ich würde den Leuten die ganze Zeit hier irgendwie eine Kartoffel ans Ohr labern oder so, während ich hier in meinem Kästchen sitze. Hätte den Spaß meines Lebens. Trust. Das ist es, Freunde. Das ist der beste Job. Kann ich mich hier hinsetzen? Scheinbar nicht. Kann ich mich irgendwie ducken? Auch nicht. Kann ich sprinten? Auch nicht. Falls ich wegrennen muss. Wenn ich keinen Bock mehr habe zu arbeiten. Kann ich irgendwo anrufen? Oh, kann ich wirklich.
Ich kann... Okay. Oh Gott, ich bin erschreckt. Okay. Was haben wir hier drauf? Was steht hier? Was steht hier? Was steht hier? Was haben wir hier? CH329B. Einen Moment bitte, ich muss kurz kontrollieren, ob sie zugelassen sind. CH329B. Haben wir da Felina Mavlitz. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich hoffe, es wird nicht allzu stressig. Ne? Manchmal hat man einen schlechten Tag. Kann man nichts machen. Aber eine Sache würde ich gerne mal kurz testen. Kann ich eigentlich hier rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Hätte ja sein können. Falls drinnen jemand Hilfe braucht. Oder falls ich einen neuen Kaffee will oder so. Machen wir besser wieder zu. Okay. Schön, das Tor wieder schließen. Bis jetzt wollte auch niemand gehen. Aber es ist auch immer noch Nacht, ne? Weiß nicht, ob wir hier gerade die Nachtschicht in Empfang nehmen oder so. Was ist das? Was? Was war das? Es kam aus dem Radio. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Habe ich das richtig verstanden? Keine Ahnung. Was haben wir hier? BE526F. Okay. Schauen wir mal nach. BE526F. Nee. Nein. Warte, ich... Oh nein! Nein! Ich wollte ihn nicht reinlassen! Stopp! Stopp, Sie dürfen nicht rein! Hab mich überfahren! Ending 6? Man wird überfahren? Ich wollte ihn doch nur abhalten, davon reinzugehen. Okay. Warte, ich will noch mal kurz hier ins Manual gucken, was wir hier machen müssen. So, hier haben wir unsere Controls. Oh, wir haben eine Taschenlampe, die wir benutzen können. Und ich kann zoomen. Okay, Job Rules. Sorge dafür, dass du mit der Person im Auto redest. Sie müssen hier arbeiten. Okay. Aber reicht auch, wenn ich... Okay, egal. Kontrollier das Nummernschild. Wenn das Nummernschild auf dem Register ist, lass ihn rein. Wenn nicht, musst du ihn sagen, abzuhauen. Mach das Tor nur auf für Leute, die rein dürfen. Okay. Und das Tor immer wieder zumachen. Alles klar. Das Jahr ist 1996 und du arbeitest in einem Wissenschaftslabor, das sich Nova Nexus nennt. Du arbeitest als Sicherheitsbeauftragter, Security Guard, am Vordertor des Labors, im Guard Booth. Ja, in dem, wie nennt man das, in der Kabine da, wie auch immer. Heute Nacht ist aber irgendetwas Wichtiges, was abgeht in Nova Nexus. Und ja, das ist alles ein bisschen komisch und es gibt insgesamt 7 Endings. Okay, wir können also auch mit den Leuten im Auto reden. Plus wir haben eine Taschenlampe, plus wir können überfahren werden. Plus wir können zoomen, was ich gar nicht wusste. Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht immer rausgehen. Ich kann einfach hier drin stehen bleiben und so gucken. So, so ja, warte. Was steht da? Junge, die fahren zu schnell Auto. Ich kann das so schnell nicht lesen. New B N-E-W B-I-E New B, als wenn das hier drin registriert ist. Im Leben nicht ist hier New B registriert. Auf keinen Fall. Bro. Runter vom Gelände. Ey. Oh, was geht ab hier, Security Person? Ich möchte gern rein. Du musst leider gehen. Raus hier. Und komm bloß nicht wieder, ich habe eine Taschenlampe und ich kann zoomen. Ja? Ich habe freaky Augen, ich kann zoomen. Ach Mann, ey, geht mal wieder zu. Gut. Also das mit dem Zoomen funktioniert tatsächlich gar nicht mal so gut. Selbst wenn die hier reinkommen und ich hier hinzoome. Also es ist halt so eine PlayStation 1, PlayStation 2 Style Grafik. Ein bisschen im Pixel-Stil.
keine Chance, wenn ich hier zoome, irgendwas zu sehen. Sowas hat der ZQ3... Ey, es geht wirklich nicht, ne? ZQ329B. Schauen wir mal. ZQ3 habe ich eben, glaube ich, schon gesehen. ZQ0 ist hier unten links. Was war das für ein Geräusch? Achso, das war die Lampe, ne? ZQ3. Ja, da. Abel Vargas. Gehen Sie ruhig rein. Gehen Sie rein, gehen Sie rein. Stellen Sie bitte nichts an. Also man kann mit den Leuten reden und denen sagen, verschwinden Sie hier. Kommen Sie nicht wieder. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und wir haben schon eins der Endings. Weil mir als Kind niemand beigebracht hat, nicht vor fahrende Autos zu springen. Okay. Aber wir haben ja jetzt auch die Beschreibung vom Game gelesen. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es da so eine Beschreibung gibt. Scheinbar geht wirklich irgendetwas sehr Wichtiges heute Abend hier ab in Nova Nexus. Wodurch es zu merkwürdigen Vorkommnissen kommen kann. Ach, ist doch Schmutz. Da steht da MS473A. Checken wir das mal kurz. MS4. Ist hier nirgendwo. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, auch nicht. Warte, ich guck nochmal. MS473A. Ist doch da. Gianna Sean. Da, ganz oben rechts. Quality Manager. Gehen Sie ruhig rein. Ist alles gut. Ich muss nur doppelt und dreifach checken. Irgend so ein Irrer wollte eben einfach so rein, ja. Sorry. Ist das ein VW? Ja, ne? Sieht aus wie einer. Wir machen wieder zu. Sicherheit ist die oberste Tugend, Freunde. KD860Y. Okay, okay, okay. KD8 habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. KD860T ist hier. KD860T. Paul Moss. Das ist aber nicht das Richtige. Warte, ich will nochmal kurz kontrollieren. Was hat er? KD860Y. Aber wir haben nicht zweimal KD8, ne? Nee. Wir haben nur einmal KD8. Und das ist KD860T. Ich kontrolliere nochmal schnell, nicht, dass ich jetzt wen Falsches wegschicke. Aber es existiert nur einmal KD8. Tja, ich muss Sie leider bitten, das Gelände zu verlassen, bevor ich meine Taschenlampe raushole. Hallo. Er redet nicht. Oh Mann, beeilen Sie sich. Nicht jeder will reden, Bro. Weg. Sie kommen hier nicht rein, ne? Komm hier nicht rein. Komm bloß nicht zurück, Mann. Mit deinem grünen Auto. Frech. Freches Verhalten. Okay. Aber wirklich nicht, ne? Vielleicht ist das ein Scam. Vielleicht dachte er, er kann uns reinlegen. Wenn er so tut, als wäre er Paul. Hätte ja sein können, dass wir denken, das Y ist ein T. Hier ist wieder der Code. One, three. One, three, two, one. Kann ich mir das irgendwo aufschreiben? Einen Moment kurz. Ich habe hier ein Dokument noch offen. One, three, two, one. Ich schreibe mir das mal besser auf. Wer weiß, wofür wir es vielleicht brauchen? Wer weiß, wofür wir es brauchen? So, was haben wir hier? RE443B. RE443B, Blake Griffin. Sie dürfen rein. Sie dürfen rein. Viel Spaß bei der Arbeit. Oh, hat mich ausgesperrt. Ups, nicht schlimm. Gut, das war jetzt einfach. Das war direkt hier vorne. Zweite von oben links. Sehr gut. Und wir machen direkt wieder zu. Sicher ist sicher. Okay. Aber ich frage mich wirklich, wofür der Code ist, den wir hier jetzt bekommen haben. Was wir damit machen sollen. Kann ich hier eigentlich einen Kaffee trinken? Nö, kann ich nicht. Jo, danke für nichts, ne?
Oh. Telefon klingelt. Errorcode. Zero. Errorcode. Zero. Four. Seven. Oh, aufschreiben, 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 aufschreiben. 050477. Five. Zero. Four. Seven. Seven. Errorcode. Zero. Five. Zero. Also wir haben jetzt einmal übers Radio den Code 1321 durchgesagt bekommen und jetzt den Error-Code. Warum geht die Tür von selber auf? Und jetzt haben wir den Error-Code bekommen. 050477. BR779Y. Warten Sie bitte kurz. BR7. BR7, wir halten Ausschau. BR779Y, April O'Brien. Sie dürfen rein. Viel Spaß bei der Arbeit. Warum ist die Tür hier gerade eben von selbst aufgegangen? What the hell? Wir schließen wieder. Keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Wir haben jetzt schon mal zwei Codes. Also ich habe hier nicht mal was, wo ich Codes eingeben könnte. Aber... ich habe sie mal notiert. Wer weiß, für was wir sie brauchen. Vor allem, wenn dieses Game insgesamt 7 Endings hat. Wer weiß, was dann hier so abgehen kann. Aber ich frage mich, was sie überhaupt... was? Kaum creepy, ne? Minimal gruselig nur. Was ist da jetzt los? Wieso geht das Tor auf? Oh! Achso, was war? Hä? Wieso ist das Ausgangstor aufgegangen? Aber da ist nicht mal jemand. Okay, was haben Sie hier für ein Nummernschild? HA862G. Okay, ich checke mal. HA862G. Links in der Mitte. Lisa Salmon. Okay, Lisa, du kannst rein. Du kannst rein. Wieso ist das Gate da eben aufgegangen? Was soll das? Was geht hier bitte ab? Wir schließen das Tor wieder. Und niemand ist in der Leitung. Turbo creepy. Was ich gerade eben sagen wollte, als ich das Gebäude angeguckt habe, ich warte, als das irgendwie... mach zu, Alter. Dass mit dem Gebäude irgendwas passiert, wisst ihr? Keine Ahnung, dass da Flammen rausschlagen oder so. Wer weiß, was die da machen. So, da kommt noch jemand. Aber... oh. Nee, mach wieder zu. Da hält einfach nur jemand an und steht jetzt da. Neues Auto kommt. Entschuldigen Sie kurz, ich muss hier nur mal schnell kontrollieren. PY605D. PY6. Wo ist es? PY6. Da, 05D. Valkyo. Sie können rein. Entschuldigung. Sir? Sir? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Haben Sie ein Problem mit Ihrem Wagen? Hä? Sie dürfen das Gelände nicht unbefugt betreten. Bleiben Sie bitte bei Ihrem Auto. Ich mache mal besser das Gitter wieder zu. Ah. Ja, genau. Verdächtiger Bursche. Verdächtiger Bursche. Wir schließen das Gitter wieder. Sie... es hat geklopft. What? Was war das? System failure.
Systemfehler? System failure. Was für System failure? Was für System failure? System failure. Junge, ist da gerade was explodiert? Da kommt noch jemand. Was haben wir? DI4T93. DE4. Nee, danke. Wasser TE4D93. Was sind das alles für Geräusche? Warte, ich muss nochmal nachgucken. ER684B, es hat sich geändert. Hat sich nochmal geändert? IZ788Z, Sie müssen gehen, Sie müssen gehen, Sie können nicht rein. Hier ist doch Nova Nexus, oder? Heute ist mein erster Tag, ich habe mich ein bisschen verfahren und jetzt bin ich spät dran. Könnten Sie sich beeilen und mich reinlassen? Nö, Sie müssen abhauen. Verdächtig. Warte, das war der Typ! Das war das Auto von dem Typen, wie er eben da gehalten hat. Den lasse ich doch nicht rein, bin doch nicht doof. Aber ich habe gerade gesehen, oben rechts ist New B, den wir am Anfang abgewiesen haben. Der arbeitet wohl... Der arbeitet wohl doch hier. Mr. New B, sorry. JP990V. JP9. Da. Okay, Jacob, kann rein. Jacob, geh rein, schnell, beeil dich. Was ist das? Warum ist da ein blutiger Handabdruck? Und wie ist er da hingekommen? Okay, wir machen wieder zu, wir machen wieder zu. Was hat's mit diesen Sounds auf sich, die ich jetzt als höre? Dieses Vibrieren hier die ganze Zeit. Dieses Brummen und Summen. Klingt nämlich sehr ungemütlich. Hallo? Hallo, Sir. GJ869R. Okay. GJ... Was war das schon wieder? GJ8. GJ8. Es gibt kein GJ869R. Kein GJ869R. Jedenfalls kann ich keins... Doch, ganz oben links. Oh, wow. Okay, sorry, Stuart. Kannst rein. Hab ein bisschen länger gebraucht. Verzeihung. Es ist ja auch rein theoretisch mein erster Tag. Woher soll ich wissen, wer hier rein darf und wer nicht, ne? Okay. Wir machen wieder zu. So. Soweit. So gut. Türen gehen wenigstens hier drüben schon mal nicht mehr von selber auf. Das ist schon mal ein Vorteil. So. Wir bleiben einfach hier stehen. Wir ignorieren den blutigen Handabdruck. Und wir gucken einfach hier nach den neuen Leuten, die reinkommen. Geister gibt es nicht. Blut an den Fenstern gibt es nicht. Und das hier ist IT5. 87G. Ziemlich sicher, dass ich das Nummernschild hier habe. Oh shit. IT587G unten rechts. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Hat sich irgendwas bewegt gerade? Oh, ich dachte über den Baum da. Hat sich was bewegt. Wir haben jetzt zwei blutige Handabdrücke an unserem Glashäuschen hier. Was mit Sicherheit kein gutes Zeichen ist. Aber ich habe keine Explosion mehr gehört. Kein Telefon klingeln, wollte ich gerade sagen.
Hallo? Das ist ein Geist. Ich gehe nicht mehr hier raus. Junge, als wenn mich hier jemand anruft und sagt, behind you. Was ist denn? Hätte ja sein können, dass irgendwer eine warme Suppe vorbeibringen will oder so. Oh, hallo. Hallo. Wir haben hier eventuell... Ich komme gleich. Was haben wir denn hier? RE8031. RE8031, was denn? Oh! Noch mehr Handabdrücke, was zur Hölle? Oh, das Auto ist weg, was hier gerade stand noch. Ist das ein Zettel? Oh! Hallo? Emergency. Emergency. Notfall, Notfall. Lockdown system activated. Security weapons activated. Oxygen level reducing. Your families will be informed of your death. Huh? Emergency. Emergency. Was? Notfallalarm? Lockdown eingeleitet. Waffen aktiviert. Die Sauerstoffwerte werden heruntergefahren. Unsere Familie wird von... Oh, shit. Unsere Familie wird über unseren Tod informiert. Was? Ende? Was? They are here, they are here. Stranger danger, don't let the stranger enter. Was? Was hat das Ending jetzt zu bedeuten? Habe ich wen Falsches reingelassen? Aber was sind denn hier eigentlich diese Play-Bonus-Tapes? Oh, warte, hier, Complete Ending 2, Complete Ending 3. Oh, haben wir das jetzt... Haben wir das jetzt durch Ending 1 freigeschaltet? Mental Notes. Also eine geistige Notiz. Das ist nicht der Security Booth. Wo bin ich? Incident Report, Zwischenfallbericht, 01449. Sind wir jetzt in Nova Nexus? Department, Arch Division 1. Arch Zone, Involved Employees, also involvierte Mitarbeiter. Natasha Singh, Kara Montgomery und Andreas Stavas. Okay. Details von dem Zwischenfall. Komplett unter Geheimhaltung. Classified Information. Nature and Extent of Injuries, if applicable. Natasha ist gestorben bei dem Zwischenfall. Alter, da steht kein Körper gefunden. Natürlich wurde der Körper nicht gefunden. Er ist durch irgendwas durch. Bitte Natascha aus allen Berichten löschen. Zusätzliche Details. Ein Tape des Zwischenfalls wurde zum Direktor weitergeleitet mit dem komplett geschriebenen Report. Okay, den will ich sehen, den Report, bitte. Hier ist irgendeine Maschine, die piept. Hier sind irgendwelche Notizen und was weiß ich. Und... Wow! Was ist das? Sind wir im... Was ist das? Das ist scheinbar ein Büro, in dem wir gearbeitet haben. Wir verlassen das jetzt hier und sind... Irgendwo... Ist das ein Zettel? Kann ich den lesen? Bitte sag mir, dass ich ihn lesen kann. Oh, Date unknown. Ich habe heute ein Büro... Gott, warte. Ich habe heute einen Anruf bekommen, in dem mir ein Job angeboten wurde. An einem Ort, der sich Nova Nexus nennt und es klingt wie ein echt cooler Job. Doch desto mehr ich darüber nachdenke, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich niemals dort beworben habe. Wie auch immer, ich glaube, ich werde es trotzdem annehmen. Also wenn ich irgendwo ein Jobangebot bekommen würde, wo ich mich nie beworben habe, weiß ich nicht. Ist das da auch ein Zettel? Hier steht Stopp, aber das ignorieren wir. Hier ist noch ein Zettel. Unbekanntes Datum. Nach Wochen des Testens haben wir es endlich geschafft. Geheimhaltung. Classified bedeutet immer unter Verschluss, wie auch immer. Heute war echt krass. Bla bla bla, war fantastisch. Wir haben sogar gehört, also wir haben sogar irgendetwas daraus gehört. Aber was war das? Es klang so verlockend, aber auch... Vertraut.
Also ich glaube, die haben irgendein Portal in irgendeine Zwischenwelt geöffnet oder so und haben irgendwelche Geräusche daraus gehört. Oder keine Ahnung was. So klingt es zumindestens. Hier ist eine riesige schwebende VHS-Kassette. Da hinten ist eine neue Tür. Aber hier sind noch mehr Notizen. Datum unbekannt. Ich höre mir dieses Geräusch, das wir aufgenommen haben, immer und immer wieder an. Es ändert sich jedes Mal, aber es ist die gleiche gespeicherte Audio. Ich frage mich, was es nächstes Mal sein wird. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen sollte. Hier drüben ist aber bestimmt noch ein Zettel. Den will ich mir erst reinziehen. Hier sind mehrere Zettel, oder? Oh. Date unknown. They come. Sie kommen. Das Void. Sie verstecken sich in den Schatten. Ruin will rain upon us. Date unknown. The void. The shadows. The call. Brain hollow. Harm. It's only time, 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 death. Zeit und Tod. Was zur Hölle haben die hier gemacht in Nova Nexus? Was ist hier passiert? Die haben irgendein Portal geöffnet, irgendwohin. Und hinter der Tür hier klingelt ein Telefon. Hallo? Yes. Der Direktor. Sir, we're ready for phase 3. Phase 3 startet. Everything seems clear. Natasha has gone into the Ark to check on the devices. Natasha. Temperature. It's sitting at 10 Celsius right now. Wait. The system just activated. Oh. Death? Der Direktor sagt einfach tot. Classified, Class A, Property of Nova Nexus. Also diese Natasha, die offensichtlich gestorben ist, war scheinbar irgendwo drinne im Ark, der dann aber gestartet hat, obwohl er noch nicht starten sollte wahrscheinlich. Und dadurch ist sie draufgegangen. Und der Direktor sagt einfach, tot. Okay, was zur Hölle ging hier ab? Ich spiele mal nochmal. Ich versuche mal noch ein anderes Ending zu erreichen. Von diesen Mental Notes gibt es noch zwei Tapes. Aber nur, wenn ich Ending 2 und Ending 3 freispiele. Also, schauen wir mal, ob sich hier noch irgendwas verändert, wenn wir länger durchhalten. MG1-220. Schauen wir mal, ob wir die Person reinlassen dürfen. MG1-220. Übrigens ändern sich jedes Mal die Nummernschilder. Also selbst wenn ich öfters spiele, kann ich nicht einfach nach den Nummernschildern gehen, die ich letztes Mal auch reingelassen habe. MG1-220. Ist das erste Auto direkt fake? Warte, ich check nochmal. Nein. MG1-220. Ruth Huffington. Okay. Aber ihr seht hier auf der ersten Seite sind definitiv andere Nummernschilder als letztes Mal. Hier sind auch ein paar, die ich eben auch gesehen habe. Hier war eben eins, was eben garantiert auch dabei war. Aber gut, ist auch egal. Machen wir dazu. Wir spielen nochmal durch und versuchen ein weiteres Ending zu bekommen. Ich denke mal, wenn wir es schaffen, dass niemand reinkommt. Wir sollen ja irgendwie die Fremden nicht reinlassen, scheinbar. Und eben ist es mir wohl passiert oder so. Ich weiß es nicht. Ich versuche dieses Mal einfach noch sorgfältiger zu arbeiten. BR963E. 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 Unten links. Trevor Boyd. Trevor, geh mal rein. Ignoriere einfach das flackernde Licht. Das ist normal. Das sind die Schatten aus dem anderen Universum. Mach dir keine Sorgen, Trevor. Geh einfach zur Arbeit. Was zur Hölle haben die hier gemacht, Mann? Offensichtlich ein Portal in irgendeine komische, ungute Zwischenwelt, Paralleluniversum oder was auch immer geöffnet. Weil das, was auch immer da durchkommt, scheint alles andere als gut zu sein.
Oh, heute sind die Leute aber schnell, hä? Was haben wir hier? FC284B. Okay. FC2. Schauen wir doch mal, ob wir jemanden mit FC2 hier haben. FC2. Sieht schlecht aus, hä? FC284B taucht auf meiner Liste nicht auf. Doch da, links in der Mitte. Sean Aitchison. Sean, ab zur Arbeit, mein Bester. Sean Aitchison, Experiment Expert. Okay. Ein Experte für Experimente. Hey, Sean, kannst du das Portal schließen? Ich will nicht wieder von merkwürdigen Schattenwesen belagert werden. Oh Mann. TT323B. TT323B. Javier Rimoldi. Warte, war das richtig? TT323B. Hier ist 28B. TT3. Ah, nee. Hab mich verlesen. Du kannst rein, Javier. Javier Rimoldi. Gehen Sie bitte rein. Gehen Sie rein, können Sie rausschauen. Gute Nacht. Und das Tor jetzt wieder schließen, ganz wichtig. Ich hoffe, wir schaffen jetzt noch eins. Was ist das da hinten? Nur sein Rücklicht, ne? Ich hoffe, wir schaffen jetzt noch eins der anderen Endings. Ich will echt mehr von diesen Tapes sehen und rausfinden, was die hier getan, was die hier geöffnet haben. Weil... Oh. Na? Oh, die sagt gar nicht 1, 3, 2, 1. Das ist ein Countdown. Sie sagt 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ende. Das ist kein Code, das ist ein Countdown. Good day. Okay, schauen wir mal, ob es das gibt. Weil wir haben ja auch oben links haben wir ja auch Mad Lad. Mad Lad. Und unten links haben wir The Don und Bossman unten rechts. Also würde es mich nicht wundern, wenn wir hier irgendwo auch Good Day haben. Ja, unten links. Andreas Stavas. Okay. Oh, war der nicht auch bei dem einen Experiment dabei? Was wir eben in den Mental Notes gelesen haben, wo Natascha gestorben ist. Da war doch ein Andreas Stavas, wie auch immer man den Namen ausspricht, auch mit dabei. Viel Erfolg, Andreas. Vielleicht verläuft es heute besser. Oh, das Telefon klingelt jetzt auch. Error code. Zero. Five. Gleicher Code? Zero. Four. Okay, ich glaube, der Code ist immer der gleiche. Okay, nächstes Auto. Was haben wir hier? BC7, 54K. Naja, easy, kein Problem. BC7, 54K. Warte. Nee. BC7? Es gibt kein BC7, 54K. Oh, da ist eine Notiz. BC754K gibt's nicht. Sorry. Sorry. Ich muss rein. Dem Direktor geht's nicht gut, also muss ich rein? Nee, Mann. Warte, hier ist eine Notiz. Die war eben noch nicht da, glaube ich. 6.12.96. Meine Hände zittern. Ich bin so aufgeregt. Wir sind so nah dran, dieses Experiment zu beenden. Wir hatten ein paar Unfälle. Jemand namens Natascha ist letzte Woche gestorben. Aber das ist es alles wert, meiner Meinung nach. Sie hat uns auf mehr Arten geholfen, als sie jemals wissen wird. Unterschrieben von AS? Dieser Andreas? Andreas Stava oder wie er heißt? Was ist hier jetzt los? Oh, das Tor geht wieder auf. Oh, hier ist eine Notiz. Vielleicht ist das ein Hinweis. Manche Leute haben angefangen, ihre Meinung über das zu ändern, was wir hier tun, nachdem es ein paar Zwischenfälle mit dem, was auch immer gab.
Der Direktor hat anscheinend mit irgendwem gesprochen. Und wenn es nach ihm geht, sollen wir einfach so weitermachen. Ich bin froh über diese Neuigkeit. Wieder von AS. Krank. Nova Nexus. Okay. Wen haben wir hier? WP282H. Okay. WP282H checken wir mal. WP2. Ich sehe niemanden mit WP2. Und wenn ich niemanden sehe mit WP2, doch, da ist jemand. Philippe! Philippe heißt er. Dann geh mal rein, mein Bester. Ne? Frohes Schaffen, ne? Aber stell nichts an. Jetzt gibt's Ärger. Also ich glaube, immer wenn hier irgendwelche Sachen passieren, jedes Mal, wenn es klingelt oder wir so einen Code übers Radio kriegen oder was auch immer, ich glaube, dann taucht jedes Mal hier irgendwo eine Notiz auf. Eben im Gameplay hing hier drüben eine, aber dann war gerade Ende und ich konnte sie nicht mehr lesen. Da, Licht flackert, Tür geht auf. Was haben diese aufgehenden Türen zu bedeuten? Kann man hier vielleicht durch eigentlich? Hier ist so ein Gitter. Nee. Da ist er. Der komische Typ. Und nochmal jemand, der hier rein will. WG772H. Schauen wir mal. WG7. Da. Alexandra. Okay, rein. Viel Spaß. Obwohl, warte. Oh, nicht überfahren werden. Kann ich noch kurz mit dir reden? Exzellent. Vielleht hätte ich sie nicht reinlassen sollen. Oh, eine neue Notiz. Ja, wisst ihr noch, als wir die Beschreibung vom Game gelesen haben, ich soll immer mit den Leuten reden, bevor ich sie reinlasse, aber ist jetzt auch egal. Was haben wir hier? Was ist nur falsch mit manchen Leuten? Jemand hat versucht, irgendetwas zu zerstören. Wir wissen es nicht. Zum Glück war niemand in der Nähe. Ich dachte, dass ich gefeuert werde für das, was ich getan habe. Aber ich wurde verschont. Der Direktor aber war sehr aufgeregt. Ich mache mir Sorgen, dass er das Ganze stoppen wird. Wieder von AS unterschrieben. Ist es dieser Andreas Stava, der diesen ganzen Kram hier schreibt? So, warte, ich mach schnell wieder zu. Nicht, dass wir aus Versehen wen Falsches rein... Das, Explosion! Aber kann man irgendwas sehen? Wenn das Telefon klingelt, aber... Da drüben ist was. Telefon ignorieren wir jetzt einfach mal. Ist eh immer das Gleiche. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Rune oder sowas. Die hier jetzt ist, hier sind Spinnweben. Okay, oder muss man dran gehen? Hört sonst nicht auf zu klingeln. Okay, warte, wir gehen mal hin. Hört's auf oder hört's nicht auf? Okay, hallo? Systemfehler. Ja. Wissen wir doch. Ist doch alles nichts Neues. System Failure. Haben wir. Oh Gott. Ich dachte, ich werde überfahren. Es klingelt schon wieder. Was zur Hölle? DE4T93. Oh, hat sich's geändert vielleicht? Nee. Das ist der Typ. Ich guck nochmal nach. Ich war kurz drin. Ja. Es ändert sich jedes Mal. Ich darf sie leider nicht reinlassen, Sir. Aber eben haben wir ihn nicht reingelassen. Wir wollen ja jetzt Sachen anders machen. Also lassen wir ihn jetzt einfach mal rein. Wir haben den Typen eben nicht reingelassen. Dieses Mal lassen wir ihn mal rein. Was soll schlimmstenfalls passieren? Eben sind wir auch gestorben. Das war ja eben ein schlechtes Ending, oder? Glaube ich. Guck mal, hat sich schon wieder geändert. Junge, hör doch mal auf, mich anzurufen. Geht mir nicht auf den Senkel, Mann. Es ist mir egal, was ihr von mir wollt. Sollte ich das ja eigentlich mal wieder zumachen? Das Tor hier? Was? Are you sure you want to go inside? Ich kann rein? Ja. Wir gehen rein. Wir sind drin. Hä? Ich wollte geheime Experimente sehen. Was ist das?
Secret Ending. Mann, ich wollte Ending 2, nicht das Secret Ending. Manno. Aber es ist die ganze Zeit mehr oder weniger das Gleiche. Ich zock jetzt einfach mal hier. Und wenn ich sehe, dass irgendwas sich irgendwie verändert, sage ich euch Bescheid. AU8 7UI. AU8 7UI. Haben wir den hier? Jupp, okay. Ja, also, irgendwas müssen wir offensichtlich anders machen. Und das, was wir eben machen wollten, machen wir jetzt mal und lassen diesen komischen Schatten-Otto, lassen wir jetzt einfach mal reinfahren. Ah, komische Geisterstimmen. Okay. Warte, die Notiz ist wieder da. Ist irgendwo noch eine neue Notiz? Nee. Ich lasse gerade übrigens einfach jeden rein. Ich habe mir gedacht, wir lassen einfach mal alle rein. Und schauen, was passiert. Und gucken mal, was dabei wohl rauskommt. Weil wir haben ja jetzt rein theoretisch den Schattentypen, der uns eben von da drüben beobachtet hat. Den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen. Den, upsala. Den habe ich jetzt reingelassen. Und dann leuchtet da oben das schon immer? Hm, okay. Wir warten. Handabdruck. Okay. Aber warte, Handabdruck bedeutet, ist es was passiert? Vielleicht? Die Notiz ist da. Warte, die hier ist neu. Die hier ist neu. Der Direktor verliert den Verstand. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Aber er macht ständig diese Tests. Immer und immer wieder. Ich werde ihn erschießen, wenn das noch länger so weitergeht. Wieder von AS unterschrieben. Von Andreas? Vielleicht. Da haben wir wieder jemanden reingelassen. Keine Ahnung, wer es diesmal war. Was weiß ich, wer diese Leute sind. Ich bin hier nur in meinem Sicherheitshäuschen. Soll doch reinkommen, wer will. Das ist mir doch egal. Die bezahlen mir eh zu wenig. Das klingelt wieder. Warte, jetzt kommt der Geist, oder? Behind you. Behind you. Wah! Wah, wah! Halt! Oh. Tja, die Geister sind auch nicht mehr das, was sie immer waren, ne? Diese Türen. Dass diese Türen nicht permanent offen bleiben, triggert mich übel. Ich wünschte, diese Türen... Oh, noch ein Handabdruck. Ich wünschte, diese Türen würden die ganze Zeit offen bleiben. Es wäre viel besser. Würde mir 100-mal besser gefallen. Okay. Oh, was ist das? Was? Oh, hier ist... Was passiert jetzt? Oh, warte, hier ist ein Zettel, hier ist ein Zettel. Der Direktor wurde nach Hause geschickt am 23., weil er krank ist, bla bla bla. Und seitdem fühle ich mich, als werde ich beobachtet. Was? Oh, was ist das? Oh! Hier wachsen so Dinger aus dem Boden. Sind das Raketen? Nee, das sind keine Raketen. Was ist das? Was? Wow, was passiert denn jetzt? Hä, wie habe ich das denn ausgelöst? Yo! Was ist das? Ist das so ein Dimensionsportal, was geöffnet wird? Ich höre was. Irgendwer redet. Yo, was? Welches Ending ist das? Warte, was steht da? Steht rückwärts. Audio Recording. Datum 5.6. Experiment Geheimhaltung. Toll. Audio ist auch rückwärts. Shut it down now. Shut down. Hold the damn plug.
Okay, keine Ahnung. Aber das war jetzt Ending 5. Ich will doch nur Ending 2 und 3, bitte. Manno. Ich versuche jetzt mal alles ein bisschen anders zu machen die ganze Zeit. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, hier alle Endings zu bekommen. Also ich weiß auch nicht genau, wann ich was wie am besten machen muss. Ich werde jetzt zum Beispiel einfach mal diesen Geist hier lassen. Hm? Lassen wir den Geist einfach mal da stehen und werde ansonsten einfach versuchen, alles korrekt zu machen. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wir haben eben, das war Ending 5, ne? Mit diesem großen Portal, was sich geöffnet hat. Da haben wir scheinbar ja nur einen Anruf verpasst. Also ich habe ein Achievement bekommen mit Missed Call. Scheinbar sind es wirklich so Kleinigkeiten, die hier unterschiedliche Endings auslösen. Deswegen einfach mal gekonnt ignorieren. So, hier ist jetzt ja auch ein Zettel. Der Direktor wurde am 23. nach Hause geschickt, weil er krank ist. Er hat irgendwas geredet über Sachen, die sich in den Schatten bewegen. Jemand glaubt, bla bla bla, an dem Tag, an dem Natascha gestorben ist. Seit dem Tag fühle ich mich, als wäre ich beobachtet. Irgendetwas bewegt sich in den Schatten. Aber ich glaube, ich bin einfach nur überarbeitet. Ja, klar, Bro. Okay, ich glaube, solange wie der Geist da ist, oder was auch immer das ist, ein Vieh in den Schatten, was weiß ich denn, passiert nichts. Also es kommt kein Auto, ihr seht es. Kein Auto kommt und auch sonst nichts. Also gehen wir mal hin, okay. Und wir gehen aber schnell wieder rein. Ich will nicht wieder einen Anruf verpassen. Wir wollen ja nicht nochmal Ending 5 auslösen, sondern ein neues. RE8031. Okay, wir gehen kurz dran. Ja, okay. Was denn? Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Security, das hatten wir schon mal. Activated. Security weapons activated. Oxygen level reducing. Genau. Your families will be informed of your death. Deine Familien werden über deinen Tod informiert. Das. Was passiert jetzt? Warte mal, hatten wir das schon mal? Puh. Jetzt ist nur er hier. They are here. They are here. They are here. Ja? They are here. Wieder Ending 1. Okay, Freunde, ey. Kein Plan, wie ich ein anderes Ending auslösen soll. Das ist auch gerade nicht das erste Mal, dass ich schon wieder versuche. Wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich will eigentlich auch gerne wissen, wie es weitergeht, aber ich komme gerade nicht weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.